Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich mit euch ein besonderes Thema besprechen. Ihr seht das hier schon. Ich möchte euch heute fünf Pflegetipps für Kakteen geben. Ihr seht hier meine Ausbeute. Aber wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, seht ihr hier auch meine Euphorbia trigona. Kakteen sind nicht gleichzusetzen unbedingt mit Sukkulenten. Kakteen sind Sukkulenten, aber es gibt noch andere Sukkulenten. Das heißt, das Wort Sukkulente bedeutet nichts anderes, als dass diese Pflanzen in ihrem Körper oder in ihren Blättern Wasser speichern können. Ja, diese Kakteen speichern alle in ihrem Körper Wasser. Jetzt haben sie aber keine Blätter. Und mit Blätter meine ich nicht solche kleinen Blätter, sondern dickfleischige Blätter, wie zum Beispiel beim Geldbaum oder so, der wirklich das Wasser speichert. Zudem ist es auch so, dass Kakteen Stacheln haben. Das seht ihr bei diesen Exemplaren ganz gut. Und deswegen werden sie eben als Kaktus eingestuft, wohingegen Sukkulenten meistens keine Stacheln oder Nadeln haben. Bei dem Euphorbia trigona Kaktus ist es so, dass es tatsächlich Stacheln gibt, aber per Definition gehören Wolfsmilchgewächse oder Euphorbiaceae einfach nicht zur Gattung der Kakteen. Ja, jetzt fangen wir aber mal an mit den Pflegetipps. Was solltet ihr zuerst beachten? Fangen wir am besten mit dem Standort an. Hier ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Kakteen die gleichen Ansprüche an einen Standort haben. Ihr müsst also herausfinden, was habe ich für einen Kaktus und was benötigt er. Die meisten Kakteen stammen aus Regionen, die einen hellen und warmen Standort bevorzugen, aber keine pralle Sonne vertragen können. Hier ist es auch wichtig zu beachten, je heller euer Kaktus ist, desto mehr Sonne kann er vertragen. Oder zum Beispiel die Kakteenvarianten, die eher so ein bisschen haarig aussehen. Bin mir nicht sicher, was das für eine Sorte ist, aber ihr kennt bestimmt alle den einen Kaktus, der so wie so ein Schäfchen aussieht mit so weißen Haaren anstatt Nadeln. Auch solche könnt ihr problemlos ja eher in die Sonne stellen. Auch wichtig ist es, bei eurem Kaktus zu wissen, was hat er für Ansprüche an den Standort bezüglich dem Winter. Manche Kakteen möchten gerne eine Winterruhe einlegen und benötigen dann einen etwas dunkleren und kühleren Standort. Das heißt, ihr müsst herausfinden, habe ich einen Kaktus, der im Winter in eine Ruhephase übergeht. Ja, ihr solltet auch beachten, dass Kakteen keine Zugluft mögen oder vertragen. Hier ist es natürlich so, wenn ihr im Hochsommer seid, dann macht Zugluft nicht so viel aus, denn die heiße Luft zirkuliert dann einfach nur. Aber wenn ihr jetzt euch vorstellt, es ist vielleicht nicht Sommer, sondern eine kühlere Jahreszeit oder gar Winter, dann ist halt der Unterschied zwischen der Raum- oder Umgebungstemperatur und der Zugluft schon extrem hoch. Das heißt, da solltet ihr darauf achten, wenn es jetzt nicht Sommer ist, dass sie keine Zugluft abbekommen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Gießen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Kakteen in ihrem Körper Wasser speichern. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass sie sie nicht übergießt, damit es keine Wurzelfäule gibt oder einfach der Kaktus an sich stirbt, weil er einfach keine Kapazität mehr hat, das Wasser in seinem Körper aufzunehmen, also keine Staunässe. Auch mögen Kakteen kein kalkhaltiges Wasser, gerade auch wenn ihr die besprüht,
Also ich besprühe meine Kakteen schon mit meinem Sprühdünger, aber nicht mit Wasser. Also sie benötigen keine Luftfeuchtigkeit in dem Sinne. Ja, das wäre es eigentlich, was ihr schon für das Gießen beachten müsst. Sorgt einfach dafür, dass der Kaktus nicht im Wasser steht. Wobei ihr natürlich auch Kakteen für die Hydrokultur verwenden könnt. Aber da müsst ihr natürlich darauf aufpassen, dass ihr ein geeignetes Substrat findet. Also ich würde eher zu einem sehr feinen Substrat tendieren. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Düngen. Hier ist es so, dass die Kakteen von ihrem Herkunftsort normalerweise aus Regionen kommen, wo der Boden eher karg ist. Das heißt, sie sind nicht sehr anspruchsvoll, was den Nährstoffbedarf angeht. Deswegen braucht ihr sie auch nicht ja, zu häufig gießen. Also empfehlenswert wäre so alle 4 Wochen. Und ihr könnt am besten Kakteendünger verwenden, weil in anderen, zum Beispiel Zimmerpflanzendüngern, Stoffe drin sind, die die Kakteen einfach nicht so gut vertragen, weil sie sie nicht benötigen. Ihr solltet auch darauf achten, dass ihr vielleicht den Dünger, den ihr kauft, niedriger dosiert. Denn es ist besser, wenn ihr weniger Dünger gebt oder einen niedrigeren dosierten Dünger gebt, anstatt zu viel Dünger auf einmal, weil sie das einfach nicht vertragen können. Sie nehmen einfach die Nährstoffe aus dem Substrat nicht auf. Also wir sind hier nicht irgendwie bei einer tropischen Pflanze, die wirklich alles aufsaugt, was im Substrat ist. Das Substrat ist eher spärlich und wie gesagt, diese Pflanze benötigt nicht so viele Nährstoffe. Ja, vor allen Dingen solltet ihr darauf achten, zu welchen Zeiten ihr düngt. Also am besten düngt nur während der Wachstumsperiode und nicht im Winter. Also da könnt ihr komplett im Winter drauf verzichten. Wie gesagt, manche Kakteen legen eine Ruhephase ein, sodass sie dann erst recht gar keinen Dünger benötigen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Umtopf. Kakteen wachsen eher langsam, das heißt, sie bilden nicht so ein starkes Wurzelsystem in kürzerer Zeit aus, wie das andere Pflanzen machen. Das heißt, ihr braucht sie nicht so häufig umtopfen. Allerdings ist das Umtopfen ja nicht nur wichtig für die Topfgröße, sondern auch um das Substrat zu erneuern oder zu lockern. Und da schaut am besten drauf, wenn ihr Kakteen habt, dass ihr eine Topfgröße wählt, die nicht zu extrem groß ist, also nicht wesentlich größer als die Topfgröße, die ihr vorher hattet. Und ihr könnt so lange warten mit dem kompletten Umtopfen in einen neuen Topf, bis die Wurzeln wirklich durchgewurzelt haben oder vielleicht sogar unten schon rauskommen. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr so einen größeren Topf habt wie hier, mit einem Löffel oder einer kleinen Schaufel, Substrat einfach entfernen und Neues hinzugeben und ein bisschen untermischen. Also wenn ich jetzt meine Euphorbia das nächste Mal umtopfe, dann würde ich sie nicht rausnehmen und alles Substrat entfernen und komplett neu machen. Ich würde einfach den gesamten Ballen rausnehmen, das was locker ist, grob lockern und dann den gesamten Ballen in einen größeren Topf mit frischer Erde und Steinen und guter Drainage überführen. Da solltet ihr auch darauf achten, dass das Substrat, was ihr wählt, geeignet ist für euren Kaktus. Also hier bei meiner Euphorbia ist es so, da ist weniger Drainage. Das ist zwar auch ein sehr lockeres, luftiges Substrat, aber eben nicht mit so vielen Steinchen wie zum Beispiel bei dem Gymnocalycium-Kaktus. Und auch habe ich ein bisschen variiert mit dem Sandanteil. Zum Beispiel hat die Euphorbia auch nicht so viel Sandanteil wie das zum Beispiel bei dem Gymnocalycium-Kaktus bei mir der Fall ist. Ja, was ihr beachten solltet beim Umtopfen, das ist vielleicht etwas schwierig bei Kakteen, dass ihr eventuell Werkzeug benötigt. Also
Diese beiden habe ich bekommen oder gekauft. Da waren sie noch deutlich kleiner. Das heißt, das hat es auch viel leichter gemacht, das Umtopfen. Ich habe sie direkt nach dem Kaufen umgetopft. Ich habe einfach einen Topflappen, so einen Topflappen-Handschuh genommen und habe den vorsichtig auf den Handschuh gelegt und dann mit der anderen Hand das Substrat abgemacht und ihn vorsichtig eingesetzt. Das ging bei dem genauso. Bei dem Gymnocalcium war das Problem nicht, weil ihr den einfach unten halten konntet. Und die Euphorbie mit den Stacheln ist schon sehr lange in dem Topf, nicht in dem gleichen Substrat, aber im Topf. Und da haben wir es einfach mit zwei Personen gemacht, dass eine Person das angehoben hat, den Körper, und die andere Person hat dann eben unten den Topf über die Wurzeln gestülpt und das Substrat gut verteilt. Was ihr allerdings machen könnt, ist, dass ihr für diese Größe zum Beispiel Grillzangen verwendet. Da könnt ihr nämlich, oder Holzzangen, entweder unten am Körper, ihr könnt das vielleicht sehen, dieser hier hat so eine Art Stiel unten, bevor es oben rund wird, könnt ihr das gut festhalten. Oder eben mit einer größeren Grillzange könnt ihr den ganzen Körper vorsichtig nehmen und halten. Am besten macht das auch mit zwei Personen. Ein anderer Tipp, was ihr machen könnt, wenn ihr größere Kakteen habt, zum Beispiel so eine Sorte mit vielen, vielen Stacheln oder richtig harten Stacheln, könnt ihr Styroporplatten nehmen und die von beiden Seiten vorsichtig über die Stacheln geben, sodass ihr dann einfach, wenn sie befestigt sind, das Ganze hochnehmen könnt oder auch lagern könnt, denn die Stacheln im Styropor verhindern, dass dann der Körper verletzt wird, weil sie einfach dafür sorgen, dass der Kaktus fest eingeklemmt ist. Und dann könnt ihr ihn umtopfen, wie ihr möchtet. Das geht natürlich nicht so gut beim Gymnocalcium. Ihr seht, da sind die Stacheln sehr klein und es sind halt mehrere kleine Körper an dem Hauptkörper. Das heißt, ihr würdet hier eventuell die kleinen Körper abbrechen, denn wenn ich hier so vorsichtig bewege, sie sind nicht sehr fest. Das heißt, bei diesen würde es sich nicht eignen. Genauso bei dem kleinen, die Stacheln sind so fein, da würdet ihr die mit Styropor einfach abbrechen. Das ist also nur für diese, ja, gröberen Varianten geeignet. Kommen wir zum letzten Punkt, das Substrat. Das hatten wir schon angesprochen, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr für eure Kakteen oder für euren Kaktus geeignetes Substrat verwendet. Die oberste Regel ist gute Drainage und am besten kein Material, was Wasser zu sehr speichert. Also ich würde hier wirklich davon absehen, zum Beispiel wie bei Orchideen, Rindenstücke mit unterzumischen. Natürlich lockern die das Substrat, aber sie speichern zusätzlich Wasser. Das heißt, davon solltet ihr absehen. Auch von sowas wie Torf würde ich absehen. Nehmt ein Substrat, was nicht überfüllt ist mit Nährstoffen, also am besten auch kein vorgedüngtes Substrat, wenn es nicht spezielle Kakteen- oder Sukkulentenerde ist. Sand mögen viele Kakteen sehr gerne. Steinchen oder Tonscherben könnt ihr immer mit untermischen. Das schadet keiner Kakteenvariante. Bei Sand müsst ihr ein bisschen gucken. Ja, und ansonsten achtet darauf, dass da ihr ein Substrat habt, was nicht nach dem Gießen sich total verformt und an die Wurzeln oder den Körper pappt, sondern dass es immer noch locker ist. Also ich habe die Euphorbie vor ungefähr, ja, wann war das, 3 Tagen gegossen oder 2 Tagen. Schaut mal, wenn ich jetzt hier mit dem Finger einfach nur so ein bisschen oben lang gehe, das Substrat ist locker, es ist nicht trocken oder so, es ist schon noch gut feucht, aber ich kann das mit dem Finger komplett mischen. Und falls ihr ein Substrat habt, was ja ein bisschen, ich sag mal, pappiger ist, was also sich viel schneller verdichtet, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr mit einem kleinen Holzstäbchen oder irgendeinem
Gegenstand regelmäßig das Substrat um den Kaktus herum lockert. Passt natürlich auf, dass ihr die Wurzeln nicht zerstört, oder ihr könnt noch mehr Steinchen untermischen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen. Habt ihr selber noch andere Tipps, was ihr bei der richtigen Pflege von Kakteen beachtet oder empfehlen würdet, was ich vielleicht jetzt nicht genannt habe, da es ja wirklich so viele verschiedene Varianten von Kakteen gibt? Habt ihr vielleicht eure eigenen Erfahrungen gemacht? Lasst mich das noch gerne wissen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst mir gerne ein Abo, Kommentar oder Daumen hoch da. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!